Wir melden uns pünktlich hier mit Eurosport International um 19 Uhr mit dem Beginn des Qualifyings zurück und sind dann dabei bis 24 Uhr mit einer Pause dazwischen von einer Stunde Unterbrechung, die wir aber auch füllen mit unserer Magazinsendung, den 24 Minuten von Le Mans. Für heute Abend, liebe Zuschauer, sagen wir Ihnen auf Wiederschauen. Wir danken fürs Zuschauen. Schalten Sie doch heute Morgen um 19 Uhr wieder ein. Ich hoffe, dass wir Ihnen dann richtige Qualifying-Action noch bieten können, dass die Verhältnisse das zulassen. Bedanke mich hier bei meinen Gesprächspartnern, nämlich bei Oliver Sittler und natürlich auch bei Marco Werner hier. Wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe und wie gesagt, bleiben Sie uns gewogen und sind Sie morgen wieder mit dabei. Anders gesagt, morgen stehen auch wir wieder frisch überholt hier am Mikrofon, sitzen in der Kabine und werden ihn natürlich dann die zweite und dritte Qualifying-Session noch nach Hause liefern. Tja, und zum Abschied zeigt Ihnen unsere Regie nochmal als eine Wiederholung Bilder aus der schnellen Runde von Loïc Duval auf dieser Strecke. Die Runde, die ihn im Moment auf die provisorische Pole Position bringt. Sehr deutlich beim Anbremsen den Sprungrad Hybrid arbeiten. Das ist dieses hohe Pfeifgeräusch, das da in der Bremszone auftritt. Achten Sie mal drauf, wenn er gleich wieder in die Eisen steigt. Ja, da sieht man schon, das war eine gute Runde auch da. In der Mulsanne-Kurve schon hart über die Curbs, alles ausgenutzt. Also das war schon eine Runde, die der Junge da auf den Punkt gebracht hat. Kompliment. Sieht recht unspektakulär aus, sieht nicht nach 330-340 km/h jetzt einbiegen mit gutem gerne 300 in dieser Kurve, anbremsen, zurück, dritter Gang für die Indianapolis.
kommen wir zur langsamsten Stelle. Anarsch, circa 65-70 km/h. Auch ein bisschen weiter geworden, vielleicht auch mittlerweile ein Tick schneller. Also da ist noch mal einiges an Asphalt, 2 Meter habe ich jetzt gesehen, damit dazu gekommen im Ausgang. Jeder Meter ist entscheidend. Linie, ja, ist der Schlüssel zum Erfolg. Linie ist wichtig für den daraus resultierenden Speed. Jetzt geht es in die Porsche-Kurven. Anfahrt also auch wieder mit 330, 340. Das sind die circa 270 km/h. Ja, fast voll. Ja, und mächtige Kräfte. Bis zu, ja, 4G-Spitze kurzzeitig in den Kurven der Porsche-Sektion. Und dann geht es zur letzten Schikane, die dann wieder auf Start und Ziel führt. Diese Doppelschikane, da haben wir heute einige Action gesehen, auch da gezahlt über die Curbs. Wir wollen natürlich immer versuchen, etwas zu cutten, abzukürzen. Kürzere